So, der dritte Teil. Hallo, der dritte Teil. Wir dehnen. Ihr braucht ein trockenes Oberteil, eure Fasziensets, Schuhe bitte einmal ausziehen und los geht's. Ich laufe einmal quer durchs Bild. Einmal bitte die nassen Sachen ausziehen, auch die nassen Socken. Man kühlt sonst viel zu schnell aus, es sei denn, was ich mir nicht vorstellen kann, du hast nicht geschwitzt. Okay, Socken. Dann lege ich meine Hand hinweg, habe mir hier alles vorbereitet. Meine Faszienrollen einfach mal schnell zu dir. Ich möchte den Stuhl benutzen. Also wenn du dich jetzt erst einschaltest, brauchst du einen Stuhl. Auf jeden Fall dazu. Auch wenn mir jetzt noch warm ist, ich lasse jetzt hier diese Antenne da oben. Sieht aus wie so ein Anglerfisch. Egal. So. Okay. Ich hatte gestern mitgekriegt, es gibt Rücken. Ihr dürft mir ja schreiben. Und bei Facebook lese ich auch immer mit, was ihr so untereinander schreibt. Okay, nimm mir den Stuhl, weil ich so geschwitzt bin, aus hygienischen Gründen lege ich mir jetzt hier mein Handtuch drüber und setz dich drauf. Ich habe einen Timer, eine Stoppuhr, auf der ich gleich ein bisschen gucke, wie lange wir drin bleiben. Grätsch die Beine und kipp jetzt mit dem Oberkörper vor, diese sogenannte Kutscherhaltung, und du gehst so tief, wie du kannst. Ich verschwinde jetzt hier rechts und links zwischen meinen Knien. Ich lasse den Kopf hängen, rutsche noch ein bisschen weiter an die Kante und lümmel mich hier zwischen meinen Knien. Ich ziehe gleich mit den Händen unter meinen Stuhl. Und mit jeder Sekunde, die wir länger hier drin bleiben, gib dein Gewebe nach. Knie zeigen nach außen. Hast du das? Gut, ich drücke mal Start, dass wir ungefähr 2 Minuten hier drin bleiben. Zehenspitzen schauen nach außen. Und jetzt lass im Lendenwirbelbereich, im Becken, im ISG-Bereich mal locker. Lass deinen Kopf mal locker hängen. Sag mal ja. Und krabbel mit deinen Fingerkuppen immer weiter unter den Sitz. Ja, der Kopf hängt jetzt unten, das macht aber nichts. Du kannst auch mal bewusst das Kinn weiter zur Brust ziehen, die Dehnung verstärken und krabbeln weiter. Du wirst sehen, du wirst immer weiterkommen und irgendwann ganz schön tief mit den Händen unter deinem Stuhl sein. Aber bitte, gib Gas, immer wieder ziehen, immer wieder runterziehen. Komm, und noch ein Stück und dann nach halten. Meine Finger, die kleben hier so schön an der Yoga-Matte. Und Millimeter für Millimeter kann jeder mitmachen. Es gibt keinen Grund, außer du hast vielleicht Kreislauf heute Morgen. So, das war schon die erste Minute. Guck mal, wie weit wir schon nach vorne gekrabbelt sind. So, ich rede jetzt hier in meinen Pulli. Und weiter nach vorne. Weiter geht's. Komm, weiter geht's. Krabbeln. Zieh, 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 zieh. Und mit der Einatmung, ja, da zieht es dann nochmal im Lendenwirbelbereich und im ISG, das macht nichts. Und krabbel weiter, komm, Schultern weiter zwischen deine Knie. 30 Sekunden bleiben wir hier noch. Und niemand geht hier ruckartig, raketenartig raus. Das machen wir gleich zusammen, ganz langsam. Und weiter krabbeln. Kannst auch mal die Finger so ein bisschen weiter nach unten drücken. Das zieht unheimlich gut im unteren Rücken. Letzten 10 Sekunden. Komm, bleib hier. Zieh nochmal das Kinn zur Brust. So, lass die Hände locker. Und jetzt schiebst du dich Stück für Stück, Stück für Stück. So, jetzt bin ich hier
am Oberschenkel angekommen, schieb mich Stück für Stück nach oben. Super. Kreislauf langsam wieder nach unten kommen lassen. Wir rutschen eine Etage nach unten auf den Boden. Wenn du eine Rolle zur Hand hast, pack die mal schnell unter deine Kniekehlen. Zieh die Zehenspitzen an, Rücken ganz gerade, Arme vor und komm nach vorne. Forciere jetzt mal ein Hohlkreuz und eine super gestreckte Brustwirbelsäule und komm weiter nach vorne, weiter, 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 Zehenspitzen zur Decke ziehen, aktiv, guck mal in die pinken Socken. Weiter, 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 noch ein bisschen und löse auf. Gut gemacht. So. Komm langsam in den Stand, auf dem Weg dahin trinke ich einen Schluck, brauchen den Stuhl. Bin ganz ausgetrocknet, ich habe eben viel zu wenig getrunken. Okay, wir gehen an die hintere Schulter und dabei kriegen wir noch ganz toll die rückwärtige Linie, Wadebeuger, Po. Hände nach vorne auf den Stuhl und zwar so dicht, schau mal, dass du deine Daumen aneinander legst. Ellenbogen sind gestreckt. Okay, jetzt schiebe ich den Po nach hinten, den Rücken lang und ich bilde einen rechten Winkel, Oberkörper, Beine und dann kannst du dich hier sinken lassen. Drück mal die Kniekehlen in die Streckung. Ich habe jetzt nichts unter den Zehenspitzen. Wenn es dir zu wenig ist, kannst du natürlich etwas unter die Zehenspitze stellen, zum Beispiel die Knieretter, oder stellst dich einfach auf eine Faszienrolle, aber bitte nicht wegrutschen. Und jetzt sehen wir einfach mal. Ich habe wieder die Uhr gestellt, dass wir so 2 Minuten da drin bleiben. Lass die Dehnung von der Ferse hoch über die Wade, Knie, Kehle, Beuger, Po kommen, bis hier in diesen sogenannten Sitzbeinhöcker. Dann kann die über die Lendenwirbelsäule, forciere mal ein Hohlkreuz, über die Brustwirbelsäule hoch zum Nacken ziehen. Guck mal auf deine Fingerspitzen, sind die gestreckt, sind die Handgelenke gerade. Und dann lass die Brustwirbelsäule nach unten sinken. Dann entsteht noch mehr Hohlkreuz und es zieht wieder schön in die Beine. Und einfach so bleiben, einfach so bleiben. Und aushalten. Kopf muss nicht hängen, du kannst auch einfach mal so auf die Hände gucken. Guck einfach, was dir gut tut. Ah, meine Knie, hast du gemerkt, haben sich ein bisschen gebeugt. Knie nochmal strecken. Das war schon die erste Minute. Und ich atme aus, sinke weiter. Streck mal deine Finger. Streck mal deine Ellenbogen. Und richtig schön rein, richtig schön rein. Jetzt lasse ich mal meinen Kopf so ein bisschen zwischen den Oberarmen durchsinken, sodass ich ganz bewusst meine Schulterblätter oben spüre, also die hintere Schulter. Und meine Brustwirbel lasse ich ganz locker nach unten zum Boden sinken. Letzten 30 Sekunden, eine halbe Minute. Komm, Beine streck. Super sieht das aus. Komm, gib mal Gas. Bleib mal hier drin. Und die Ellenbogen mal strecken. Fingerspitzen nach vorne schieben. Schieb die Arme aus den Schultern. Nach vorne, die Oberarme richtig nach vorne. Letzten 10 Sekunden. Und wir bleiben wieder zusammen. Ne? Wir gehen zusammen hier raus. Und zwar ganz langsam. So, stopp. Ich nehme die rechte Hand mal locker vom Stuhl an den rechten Oberschenkel. Die linke an den linken. Jetzt rutsche ich nach unten zum Schienbein. Ich habe einen ganz geraden Rücken. Komm langsam. Ah, mein Beuger. Hier raus. Schüttel mal die Beine aus. Es ist was anderes, wenn wir das so 10, 12 Sekündchen halten beim Dehnen oder ob wir so lange drin bleiben. So, Daumen zusammen. Arme streck, streck, streck. An die Ohren, an die Ohren, an die Ohren. Weiter, Bauch einziehen, weiter nach hinten ziehen, weiter, Ellbogen strecken, komm. Wie weit kommst du schon hinter deine Ohren? Und stopp. Super gemacht, richtig gut. Okay, so. Jetzt überlege ich gerade, was wir noch mit dem Stuhl machen können. Ich drücke meine Uhr auf Stopp. Okay. Muss mal schauen. Ich drehe den. Wir haben
hatten gestern das Thema Ischias. Da ist wahrscheinlich der Stuhl noch ein bisschen zu hoch. Wir setzen uns drauf, Entschuldigung. Und zwar überschlägst du den linken Fuß auf den rechten Knie, setzt dich vorne auf die Kante. Ich nehme jetzt diesen linken Fuß in die Hand und drücke das Knie nach außen unten. Ich setze mich jetzt noch weiter auf die Kante und schiebe jetzt hier rein in das linke Gesäß. Und jetzt kann ich mit dem Oberkörper nach vorne kommen oder nach links oder such mal. Mein Punkt ist ungefähr hier. Also ich bin mit dem Oberkörper ein ganz kleines Stück nur nach vorne. Den Fuß halte ich fest und ich arbeite hier richtig nach außen unten. Und ich kann mein Ischias komplett ansteuern. Probier mal, ob du das zu Hause auch schaffst. Du kannst ihn suchen. Kannst mit dem Oberkörper weit nach vorne. Ich spüre hier, oh, das fühlt sich jetzt an wie, ich beschreibe es mal blöd, ein verletztes Hüftgelenk. Ist es aber nicht. Es ist ein Nerv, der zwischen zwei Gesäßmuskeln gequetscht wird. Und er kann hier ganz furchtbare Beschwerden machen. Komm richtig rein. Du kannst ihn auch hier suchen. Ganz richtig hier mit dem Oberkörper so auf die Suche gehen. Also ich habe ihn schon gefunden durch die Squats, die wir gemacht haben. Also die tiefe Kniebeuge, die Ausfallschritte. Durch das Kicken nach hinten wie so ein Pony hast du eben in dem zweiten Teil, in dem Kraftteil, den ordentlich intensiv bearbeitet. So, wir bleiben noch 10 Sekunden, dann wechseln wir. Zieht ihn richtig heftig hier bis zum Beckenkamm hoch. Ganz langsam raus. Rechten Fuß drauf. Ich halte ihn fest, das ist meine Arthrosehüfte. Guck mal, wie hoch mein Knie steht. Jetzt gehe ich hier richtig, drücke das runter und komme mit dem Oberkörper. Ah, da ist er schon. Aber seht ihr das? Das Knie ist viel weiter oben. Also hier bin ich nicht richtig in der Position von meinem Oberschenkel, Knochen und Hüfte. Da bin ich noch so fest und ich muss hier richtig runterdrücken mit der rechten Hand. Es pitzt und ich gehe nochmal auf die Suche, ob hier noch mehr ist. Du kannst einfach mit dem Oberkörper suchen. Ich bin da ein bisschen abgelenkt durch meine Haarsträhne hier oben. So, ich drücke meine Ellenbogen. Die Übung kennt ihr, wenn wir auf der Rolle sitzen, ne, wenn die Rolle so quer unter dem Oberschenkel ist. So, 10 Sekunden noch. Jemini, 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 Jemini. Und langsam raus. Gut. Einmal ordentlich ausschütteln. Ich drücke Stopp. So, jetzt hätte ich aber gerne eure Faszienrolle. Ich nehme mir die Maxi-Rolle, damit ihr mich besser sehen könnt. Das ist hier die große. Ihr habt in eurem Set die Midi-Rolle. Wir rollen die Beine aus. Diese Nerven, die da so Schmerzen machen und so ziehen, ist ganz wichtig, dass ihr die recht zügig befreit. Je länger so ein Nerv gequetscht wird, desto schneller entzündet er sich natürlich. So, wir fangen doch mit dem Rücken an, setz dich drauf, Entschuldigung, Popo drauf, sitzt mein Höcker und es geht hoch bis zum Nacken. Über das Becken, da waren wir jetzt ja gerade schon, einmal als wir auf dem Stuhl gesessen haben und nach vorne gekippt sind und jetzt eben und in unserer rückwärtigen Linie. Deshalb rollen wir das wieder als erstes. So, ich bin hier beim unteren Rücken angekommen, halte jetzt meinen Pulli fest, leg deine Dornfortsätze in die Vertiefung, komm, Popo hoch, bisschen Doppelkinn. Oh, jetzt hat es ordentlich geknackt. Da hat es nochmal geknackt, das Fasziengewebe gibt schöne Geräusche von sich. So, ich bleib liegen, roll rechts und links mit schönem Druck über die Halswirbelsäule, über meinen Hinterkopf, über
meinen Oberkopf und bis in die Stirn zur Augenbraue. Stopp. Hoch. Das ist auch echt toll, wenn das Wetter sich ändert, wenn du so einen Migräneschub hast, wenn du im Büro Stress hast, roll einmal schön bis in deine Stirn, bis zur Augenbraue. Es tut total gut. So, linke Ferse, rechtes Bein drüber oder das rechte Bein drunter und los geht's in deine rückwärtige Linie. Wenn du zum Beispiel jetzt aktuell mit deinen Knien Probleme hast, dann würde ich dir empfehlen, roll dein Bein von allen Seiten, Rückseite, Vorderseite, innen und außen. Schau, welcher Zug macht dir Beschwerden. Roll das 3 bis 5 Mal die Woche und schau mal, wie es deinem Knie dann geht. So, ich bin jetzt ganz gerade zum Sitzbein übergerutscht. Roll mich jetzt links nochmal hier über den ISG-Bereich drüber. Gut. Andere Seite. Ich hoffe, ihr habt genug Platz zum Rollen. Oh, hier merke ich einen Punkt auf der Ferse. Ich hatte gestern zum Spazierengehen wieder meine dicken Winterboots an, weil es so matschig war. Und die sind sehr alt und ich habe das euch schon erzählt. Ich rutsche da in der Sohle und schon hatte ich dann jetzt eben gerade einen ekligen Punkt gespürt. Das sind so Sachen, an die denkt man manchmal gar nicht. Jetzt, Sitzbeinhöcker habe ich, gehe ich hier richtig schön rein in die Seite. Gut. Alles klar. Jetzt kommt die Seite. Ich fange mit der linken Seite an. Ich lege mein Sprunggelenk hier rein. Du kannst das rechte Bein dahinter, davor oder wie ich drüber nehmen und gehst richtig genüsslich in die Seitenlinie. Uiuiuiuiuiui. Unterm und überm Kniegelenkspalt ist oft richtig Dampf. Jetzt kommen die Füße am Boden. In den Oberschenkel rein und über das Becken bis zum schön. Andere Seite. Und rein. Sprunggelenk rein. Becken anheben und langsam in die Seite rein. So. Oberschenkel. Bis zum Becken. Gut. So. Jetzt haben wir heute die Oberarme mit dem Stuhl gut trainiert in unserem Kraftteil. Dafür nimmst du dir bitte einen Gurt. Du kannst aber auch, wenn du jetzt hier sitzt mit mir, einfach runterdrücken. Mit dem Gurt halte ich hier unten fest. Die rechte Hand hält, die linke zieht. Du kannst aber auch hier einfach arbeiten. Das Problem ist, wenn der 10-Sekunden-Teil kommt, möchte sich das Ellbogengelenk strecken. Dann müsstest du eigentlich halt wirklich den Ellbogen so zusammendrücken. Aber wenn du ein Handtuch hast, ist auch super. Rechte Hand hält das Handtuch und links. So, ich nehme in die rechte Hand den Gurt hinter den Kopf. Greif mit der linken Hand, ich drehe mich gleich und die linke Hand zieht nach unten, Blick geradeaus, dein Arm ist am Ohr, der darf nicht hier sein. Du musst wirklich so weit ziehen,
Vielleicht ist dein Ellenbogen hier gebeugt. Guck einfach, wo du arbeitest. Ziel ist es, dagegen zu arbeiten, dass das rechte Ellenbogengelenk sich in den 10-Sekunden-Teil nicht streckt. Guck mal. Die linke Hand zieht nach unten, die rechte Hand hält fest. Kommt der 10-Sekunden-Teil, möchte sich der rechte Arm strecken, aber die linke Hand zieht kräftig runter. Okay? So, wir machen 20, 10, 20, 10, 20, 10. Also wir arbeiten richtig in den 10 Sekunden nach oben. Und in den 20 gehen wir wieder in die Dehnung. Achtung, los geht's. Zieh den Ellenbogen so weit du kannst in die Beugung. Und lass die rechte Hand hier zwischen den Schulterblättern. Alle Halswirbel zeigen übereinander. Blick ist nach vorne, Bauch ist fest. Achtung. Und jetzt möchte sich dein rechtes Ellbogengelenk strecken. Der rechte Arm möchte nach oben. Aber die linke Hand zieht nach unten, zieht nach unten, zieht nach unten, zieht nach unten, zieht nach unten. Und stopp. Nicht mehr aktiv sein. Lass die rechte Hand weiter hier zwischen die Schulterblätter sinken. Und atme halt den Kopf gerade. Ich muss die Schlaufe richtig greifen. Du kannst auch ein Handtuch greifen. Hauptsache, du arbeitest richtig gegen. Achtung, Runde 2. Jetzt. Versuch, den rechten Arm zu strecken. Alles, was geht. Alles, was geht. Und noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Komm, komm, komm. Und stopp. Zieh mit der linken Hand weiter nach unten Richtung Boden. Die Rückseite vom Oberarm ist so aufgedehnt wie schon lange nicht mehr hoffentlich. Achte nochmal auf deine Haltung, Brust raus, Bauch rein und es geht in die letzte Runde. Jetzt, 10 Sekunden lang versuchst du den rechten Arm zu strecken. Alles was geht, alles was geht, alles was geht. Noch ein bisschen, noch ein bisschen und stopp. Ich lasse hier mal los und schiebe von hier oben nochmal. Bauch ist fest, hier mal locker lassen. Die rechte Hand krabbelt immer weiter runter, runter, runter. Letzten Sekunden und langsam auflockern, auslockern. Der rechte Arm macht das alleine, nochmal hoch, beugen und nach unten ziehen, nach unten ziehen, nach unten ziehen, da wo mein Zeigefinger hin zeigt, komm, du kriegst wieder diese Linie, ja, du kriegst wieder den Arm an den Kopf und es ist ganz oft so, dass ich irgendwas mache und auf einmal wird mir bewusst, die Arme gehen nur bis hier oder beim Trizeps, der Arm geht gar nicht mehr bis zum Ohr oder die Leute können gar nicht mehr strecken. Das ist deine Übung, da musst du ran. Der Arm kann wieder in diese Funktion, da kannst du dich wieder ganz toll selber im Sommer am Rücken einkriegen. Linke Hand kriegt den Gurt. So, die rechte Hand zieht nach unten. Guck mal, wo du startest. Blick geradeaus. Die rechte Hand zieht nach unten. Dein linker Ellenbogen ist gebeugt. Bauch ist fest. Ich drücke Start. Super. So, beug deinen linken Ellenbogen. Zieh deinen linken Arm an den Kopf. Und richte alle Halswirbel übereinander. Guck nach vorne in dein Spiegel. Bauch ist eingezogen. So, der erste 10-Sekunden-Teil startet jetzt. Versuch aktiv diesen linken Ellenbogen zu strecken, aber deine rechte Hand zieht nach unten. Weiter, weiter, weiter. Noch ein bisschen und stopp. Weiter hier nach unten ziehen. Der rechte Arm zieht Richtung Boden. Blick geradeaus. Du kannst auf die Knie gehen, wenn du hier nicht mehr sitzen kannst. Du kannst dich auf den Stuhl setzen, hinstellen. Alles ist richtig. Achtung. Komm in den zweiten Teil. Jetzt versuch wieder, diesen linken Ellenbogen, der zur Decke zeigt, zu strecken. Komm weiter, 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 weiter. Und zieh runter. Wir haben ja, was ist hier? Habt ihr gesehen? Ein ganzes Stück nach unten gerutscht. Wir haben da ja eben schon dran gearbeitet. Da ist dann dieser Power-Teil besonders schwer. Noch eine allerletzte Runde für dich. 10 Sekunden Power. Jetzt!
Versuch, den linken Arm zu strecken, aber es funktioniert nicht. Weiter, 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 komm. Der rechte Arm zieht nach unten, nach unten, nach unten. Und stopp. Ich lasse hier mal los. Schieb hier nochmal runter. Die linke Hand will zwischen die Schulterblätter. Guck mal, der rechte Arm klebt am Ohr. Von vorne sieht man noch, dass ich eine Halswirbelsäule habe. Schultern hängen tief. Und stopp. Langsam lösen. Das war jetzt bei mir nicht so heftig, wie zum Beispiel, wenn ich die vordere Schulter aufdehne. Nochmal alleine rein, hoch und zieh nach unten. Die linke Hand zieht zwischen die Schulterblätter aktiv. Komm. Also nicht einfach nur dahin halten, sondern die will schön nach unten arbeiten. Ausschütteln. So. Lockern. Wir gehen nochmal an den Innenschenkelbereich und zwar komm in die Hocke. Ich habe hier eine große Grätsche. Da kann ich den ganzen Fuß aufstellen und zwar mittig. 15 rechts, 15 links am Bodenkontakt. Ich bin nicht nur auf der Außen- oder Innenkante. Ellbogen rechts ans Knie, Ellbogen links, Hände zueinander. Und jetzt richte dich mal auf. Ich will mich mal eben drehen. Versuch mal, dass dein Steißbein zum Boden zeigt und der Scheitel zur Decke. Also richte deine Wirbelsäule auf. Streck mal die Lendenwirbelsäule und die Brustwirbelsäule und drück Knie nach außen. Das hier ist eigentlich eine Haltung, in der könnte man stundenlang arbeiten. Zum Beispiel kannst du hier im Garten Unkraut zupfen. Viele Kinder spielen ja so Lego oder Playmobil. Das ist einfach eine tolle Haltung auch für den Rücken, weil er lang ist, er ist nicht nach vorne geneigt. Ich komme hier nach unten, ich komme mal hier hin. Also das ist wirklich eine super, super Position. Wir haben den Lendenwirbelbereich total entlastet. Ne? Super. Dann langsam wieder lösen. Kommen wir hier auf die Fersen. Genau das gleiche hier. Hier kann man, wenn der Rücken lang ist, auch toll arbeiten. Probier mal mit mir nochmal nach hinten reinzugehen. Vielleicht heute bleiben wir mal auf dem Unterarm. Drück die Knie zusammen. Aktiv. Bauch an, okay, Knie sind zusammen und nach unten gedrückt und wir halten. Es zieht schön im Oberschenkel, Vorderseite, über die Leiste. Natürlich würden die Knie gerne nach außen abhauen, sich grätschen. Lass die mal hier schön zusammenzwingen, die mal. Fersen sind unterm Po und kommen langsam raus. Das ist vielleicht nochmal so eine schöne Aufgabe für dich. Einfach mal, wenn die anderen Fernsehen gucken und du hast keine Lust, auf den Boden ausprobieren, was geht. Kann ich noch so sitzen? Kann ich, wie weit komme ich in den Spagat? Kann ich mich hier in dieser Position, die wir eben hatten, wie weit komme ich denn überhaupt runter? Wenn ich mich nach vorne neige, was schaffe ich denn? Einfach mal die Körperwinkel wieder zu erforschen. Ne? Dieses, kennt ihr das? Kommt ihr da hinten dran? Kommt ihr rechts und links dran? Einfach mal mit dem Socken gucken, wie weit komme ich in Spagat, in den Männer, Frauen, also vorsichtig natürlich. Aber einfach mal so als Idee, erforscht doch nochmal. Was kannst du auf einmal schon wieder? Hast du vielleicht noch gar nicht gemerkt, dass du es schon wieder kannst? Du hast viel üben, dass du mit mir zusammen machst. Fände ich mal ganz spannend. Ich hatte das mal, ich habe mal probiert, kriege ich mein Bein noch hinter den Kopf? Hinter den Kopf ja, aber nach vorne habe ich es alleine nicht mehr gekriegt. Also passt da so ein bisschen auf. Aber würde mich mal freuen, wenn ich da von euch höre, ob ihr da was beim Forschen gefunden habt. So, unsere halbe Stunde ist schon um, ging sehr schnell. Schön, dass du dabei warst. Ich stoppe das Video und wir sehen uns. Und bis bald.